piensa como somos, mami, así en plural. Estamos para estar solos, sino para disfrutar. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu Tag 5 aus unserem Mallorca-Urlaub. Heute steht ein bisschen was Spannenderes an, deswegen nehme ich euch natürlich wieder mit. Und zwar wollen wir wieder einen Roller mieten und heute die zweite Rollertour machen. Mal schauen, wo es im Endeffekt dann hingeht. Das ist bei uns ja immer alles relativ spontan, aber da nehme ich euch einmal mit. Ansonsten, Nacht war heute ein bisschen schlechter als die letzten Tage, irgendwie nicht so gut geschlafen, keine Ahnung warum. Aber das ist egal, davon lassen wir uns unsere Laune nicht verderben. Die Sonne scheint immer wieder super schön, jetzt schon am Morgen. Und ich bin auch gerade einmal schon fertig gemacht. Also ich trage im Endeffekt einfach so ein schwarzes Crop-Top von Hollister. Die Hose war, glaube ich, von Pull & Bear. Und darunter dann ganz normal einfach einen schwarzen Bikini von Calzedonia. Also im Endeffekt ganz entspanntes Outfit. Dazu ziehe ich wahrscheinlich noch Vans an, wenn wir dann auf dem Roller sind. Das ist am praktischsten, einfach ein festes Schuhwerk anzuhaben. Also ich muss sagen, die Aussicht beim Frühstückstisch ist echt mega. Direkt am Morgen mit so einer Aussicht frühstücken ist wirklich einfach perfekt. Gibt eigentlich keinen besseren Start in den Tag. Gibt für uns natürlich jetzt erst einmal einen Kaffee, weil ohne Kaffee geht gar nichts. Und ich muss sagen, hier in dem Hotel ist auch echt mega gut gemacht. Es gibt einmal so ganz normale kleine Tassen, die man ja aus dem Hotel kennt. Und dann gibt es aber auch einmal noch so größere Tassen, wo im Endeffekt mehr Kaffee reinpasst. Also ist es schon mal wirklich für Kaffeeliebhaber super geeignet. So, jetzt kommt gerade einmal der Kaffee angeliefert. genau, das ist das, was ich meinte mit den größeren Tassen. Also ist im Endeffekt für ein Hotel echt top. Es gibt nichts Besseres als den ersten Schluck Kaffee am Morgen. Erstmal zum Wachwerden. Gerade einmal den Roller gemietet gehabt, im Endeffekt bei der gleichen Stelle, auch wo wir das letzte Mal vor 2 Tagen den Roller geholt hatten. Hat alles super unkompliziert geklappt, deswegen sind wir da direkt einmal wieder hingegangen. Ist auch der gleiche Roller, also im Endeffekt war alles sogar noch voreingestellt von uns mit Helm und allem, also mega perfekt. Genau, dann geht's jetzt einmal los, mal schauen, wo wir lang fahren. Wir hatten ja jetzt im Endeffekt 2 Hotels zur Auswahl gehabt. Einmal das, wo wir jetzt sind, und noch ein anderes. Und wir fahren vielleicht jetzt mal einmal zu der Stelle, wo das andere Hotel ist. Gucken uns da einmal die Lage an, weil wenn wir das nächste Mal nach Mallorca fliegen, gehen wir vielleicht dann in das Hotel. Und wenn wir schon mal wissen, dass die Lage in alles top ist, dann ist es im Endeffekt eher ein Vorteil. Deswegen machen wir das einmal. Und das ist einmal wieder der Roller wie beim letzten Mal. Wir sind jetzt gerade einmal in Can Picafort angekommen, wo das Hotel war, was wir uns ja auch angucken wollten. Und zwar sieht man das auch schon im Hintergrund, ist das einmal das Sea Hotel. Und wollten uns ja, wie gesagt, hier die Umgebung einmal ein bisschen anschauen. Strand sieht schon mal mega nice aus. Ist auch an sich genug Platz, also bis jetzt ganz guten ersten Eindruck. Noch in ein Café gesetzt, hier direkt am Strand, und dann gibt es natürlich erstmal wieder einen schönen Kaffee. Schwarz natürlich, ohne Milch. Suerte, yeah.
Wir sind einmal jetzt wieder am Roller angekommen, sind gerade einfach nur noch ein bisschen im Endeffekt am Strand entlang spazieren gewesen und jetzt geht's für uns weiter. Wir sind jetzt gerade einmal in Alcudia oben auf dem Berg angekommen. Wir sind quasi von Can Picafort einmal zu dem Hafen in Alcudia gefahren und dann jetzt einmal eine Gebirgsstraße hier oben auf dem Berg. Ist mega schön, die Aussicht eben. Oh mein Gott, so wunderschön. Und hier sind einfach kleine Ziegen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt erkennt, aber ich blende euch gleich auf jeden Fall noch mal ein Video ein oder habe ich schon ein Video eingeblendet, wo man auf jeden Fall die kleinen Ziegen sieht. Und jetzt werden wir einmal noch ein Stückchen nach oben laufen. Ich melde mich jetzt gerade auch mal wieder. Wir haben es jetzt gerade schon ungefähr 6:45 und es geht für uns auch gleich schon wieder zum Abendessen. Wir sind dann eigentlich einmal nur noch von oben quer über die Insel wieder runter nach Cala Minor gefahren. Waren dann noch kurz im Hotelzimmer, haben ein bisschen was gegessen gehabt. Sind dann noch mal kurz nach Sacoma gefahren, noch mal so ein Stündchen mit dem Roller unterwegs gewesen. Dann haben wir noch schnell getankt und den Roller auch schon wieder weggebracht. Und dann waren wir im Endeffekt jetzt einfach nur noch mal oben am Pool, ungefähr eine Dreiviertelstunde. Haben uns dann jetzt fertig gemacht und jetzt geht es dann auch gleich schon wieder zum Abendessen. Die Tour heute war mega schön, also wir sind jetzt insgesamt 175 Kilometer gefahren, also echt ein gutes Stückchen, einmal quasi die ganze Ostküste komplett hoch in den Norden und dann vom Norden wieder runter nach Cala Minor. Aber war eine mega nice Tour, ich muss sagen, wir haben super viel gesehen, gerade die Natur war mega schön, aber es war auch echt anstrengend. Also der Rücken und auch der Po jetzt am Ende haben schon gut wehgetan, deswegen bin ich froh, dass wir morgen einfach nur noch einen entspannten Strandtag dann wieder machen. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, einfach einen Roller mieten und einmal über die Insel fahren, egal wo man im Endeffekt ein Hotel hat. Es gibt so viele schöne kleine Ecken und Straßen, die man einfach lang fahren kann. Also mega nice gewesen. Heute Mittag haben wir uns im Endeffekt auch einfach nur noch eine Kleinigkeit zu essen geholt gehabt. Ein Proteinriegel, der war auch mega nice. Ich hatte den der Geschmacksrichtung Erdbeer, mein Freund ein Karamell. Also Proteinriegel kriegt man hier eigentlich auch in fast allen Spas immer. Die sind zwar im Endeffekt teurer wie in Deutschland. Ich glaube, die haben jetzt 2,50 pro Stück gekostet. Aber gut, um ein bisschen auf seine Proteine zu kommen, ist das schon mal okay. Würde ich sagen, geht jetzt gleich einmal zum Abendessen und dann sehen wir uns heute Abend wieder. We're full of confidence in cheap color. Wir sitzen jetzt gerade einmal an der Strandpromenade und haben uns ein bisschen was zu trinken mitgenommen. Für mich gibt es einmal richtig lecker eine Fanta Naranja, also Fanta Orange, aber ohne Zucker. Die lassen wir uns jetzt einmal schmecken und dann gucken wir schön aufs Meer raus. Also mit den Wettkampfnägeln die Dinger aufkriegen ist auch nicht so einfach. Aber es geht doch. Thank you.